Okay, sechster Gang auf der geraden, atmen. Bremspunkt oben, kurz nach Asphaltübergang ganz außen. Fünf Gänge zurück, Spat, einlenken, Fuß zurück auf zwei Scheitelpunkte. Beim zweiten Scheitelpunkt ganz innen, Knieführung, Rastendruck, außen haben locker lassen. Umlenken, zweiter, dritter Short Shift, dann außen, Knieführung, Rastendruck, außen am Eiweißchen locker lassen, ganz wichtig. Spat innen beim Knick, umlenken, wieder zwei Gänge zurück und lass die Bremse auf zwei Scheitelpunkte fahren. Wieder außen am locker lassen, Knieführung, Rastendruck, innen beim zweiten Knick, dann zweiter, dritter. Abstand halten, dann wieder Knick obisieren, Knieführung, Rastendruck, außen am locker lassen. Dann wieder auf den zweiten Scheitelpunkt runter. Dann kommt vierter, fünfter, kurzen Atmen für Entspannung, Knieführung, Rastendruck, außen am locker lassen. Dann ganz spät innen bei den Wellen innen, Körbs atmen. Dann wieder Körbs obisieren, bei der Einfahrt Ohren zurück, spät einlenken und dann los, die Bremse aus Knieführung, Rastendruck, oben drüber. Dann fünfter, innen weiße Linie, Ohren raus, vierter. Innen, Knieführung, Rastendruck beim Knick innen, dreiviertel raus, umlenken. Fünfter, atmen. Sechster, Bremspunkt beim Strich unten, drei Gänge zurück, Fuß zurück, los die Bremse los bei den Wellen innen, Knieführung, Rastendruck. Vierter, Körbs anfangen, obisieren, zwei zurück, spart, einlenken, dann los die Bremse und das Gas früh aufziehen. Aufpassen beim Übergang über die Körbs. Dritter, vierter, fünfter, sechster.